servus Leute. Ich bin mal wieder am Rasthof Langenbergheim West. Ich will heute die Highspeed-Fahrt mit dem Volvo XC40 Recharge hinter mir machen. Ich stehe gerade neben der ENBW-Säule, weil der Wind wie blöd heult. Ich habe noch 74% im Akku. Ich lade ihn jetzt nur auf 75% und dann geht es mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit mit dem Auto zum Rhönhof nach Eichenzelt. Dort laden wir wieder auf 75% und dann wissen wir, was der Volvo XC40 Recharge bei Höchstgeschwindigkeit auf meiner Strecke verbraucht. Auf geht's! Gut, dann laden wir mal auf. So, linker Stecker. Den dürfte verriegelt haben. So, er zeigt jetzt auf 74% an. Und ich möchte bei 75% direkt stoppen. Mal sehen, ob er mit dem Laden auch beginnt. Noch lädt er nicht. 57 kW laden und 75%. Einmal Stopp. Wir haben auf 75% geladen und jetzt geht sie los, die wilde Hatz. Jetzt, jawohl. Und zurück damit. Und auf geht's. Und natürlich lasse ich auch wieder die App mitlaufen, ganz klar. Und der Tageskilometerzähler ist natürlich auch genullt. So, dann geht sie jetzt los, die wilde Hatz. Wir legen los. Ich habe alles, hoffe ich. Jawohl, habe ich auch Klappe zu. Klappe ist zu. Es kann losgehen, Leute. Zeigt mir noch was an. Okay, nee, scheint alles in Ordnung zu sein. Start der App. Und ab geht's. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie sich das Fahrwerk dann in schnell gefahrenen Autobahnkurven so schlägt. Also die Beschleunigung ist ja brutal. Also Autobahnauffahrten sind echt ein Klacks. So, ja, kommen wir rüber. Sehr schön. Die Klimaanlage stelle ich jetzt übrigens auf 22 Grad, weil es ist ziemlich warm draußen. Lassen wir uns noch ein kühles Lüftchen ums Ohr wehen. So, er hat eine automatische Kontrolle aufgemacht, weil hinter mir ein Wohnwagen war. Aber jetzt sind wir unterwegs und aufpassen, dass ich die Auffahrt nicht wieder verpasse. Jetzt hier Tempo 100 ist zu Ende. Ich bin bei 115, lade drauf. 150, 170, 180, 185. Also das Auto drückt immer noch so wie am Anfang. Keinerlei Batteriemanagement-Regelungseingriffe. Er drückt weiter wie ein Bär. Wahnsinn. Also das scheint Volvo echt im Griff zu haben. Hier kommt jetzt wieder diese Senke, wo sich die Autos richtig, wo die richtig einfedern und wieder ausfedern, hier in dieser Rechtskurve. Mal gucken, wie er sich so schlägt. Ich wechsle mal die Spur, da ist ein Roller. So, jetzt kommt die Senke. Also er hat kurz gewippt, aber dann sich sofort wieder stabilisiert. Also der vermittelt echt Sicherheit, kann man anders nicht sagen. Fahrwerk gefällt mir. Also Leute, er zeigt mir jetzt eine rote Linie im Display an. Und bis dahin geht dann auch nur die gegenläufige Linie. Das heißt also, er scheint jetzt, ja, jetzt habe ich Leistungseinbußen. Also wir sind jetzt 55 Kilometer so schnell gefahren, wie es ging. Und jetzt nimmt er Leistung weg, wenn ich es richtig sehe. Ich probiere es jetzt hier nochmal. Hier geht es nochmal bergauf. Wir lassen ihn mal ein bisschen runterkommen von der Geschwindigkeit. So, 170. Ja, also er hat jetzt eindeutig erheblich weniger Leistung. Also irgendwann taucht das doch bei allen Elektroautos, die ich bisher hatte, auf, dass die aufgrund der Temperatur Leistung wegregeln müssen. Also jetzt schaffen wir nur noch 168 hier. So, ich bin in Eichenzell angekommen, kurz vor der Ausfahrt. Und der rote Balken ist wieder nach rechts gewandert, also hat sich wieder ausgeweitet. Ich nehme mal an, der Volvo ist froh, dass es rum ist. Wir haben laut Bordcomputer 49,6 Kilowattstunden gebraucht. Er zeigt einen Durchschnitt von 155 km/h jetzt an. Also es war ja teilweise schon Verkehr. Nur am Ende konnte ich jetzt mal durchgängig eigentlich angasen. Und hier vorne an der Ampel stoppe ich wieder die GPS-Verfolgung, damit wir dann auch von der App die ungefähren Daten haben. Also hier wird es auch gerade rot vor meiner Nase. Das passt ganz gut.
Ich weiß nicht, ob ihr den Balken sehen könnt. Ihr müsstet ihn aber sehen können, hier oben rechts. Und der wandert nach unten, je nachdem, wie die Temperatur aussieht. Und jetzt hat er sich schon wieder zurückgebildet. So, hier haben wir dann den Bordcomputerwert, 48,9 Kilowattstunden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit geht jetzt natürlich ein bisschen runter. Klar, 75 Kilometer sind wir gefahren, jetzt bis 75% aufladen und dann wissen wir auch, was er sich an Strom genehmigt hat. So, einmal auf und einmal anschließen. Und er fängt an zu laden. Wir sind also mit 24% angekommen. Ich hoffe, man kann was erkennen. Wir gucken mal, mit wie viel Leistung er jetzt einsteigt. Also, obwohl er so warm geworden ist, lädt er mit 140 kW. Gar nicht verkehrt. Ich hoffe, man kann es erkennen auf dem Video. Das ist immer mit den Displays. So, wir sind bei 74%. Ich hoffe, man sieht es. Und haben bisher 41 Kilowattstunden reingeladen. Jetzt aufpassen. 75, 41,3 Kilowattstunden knapp. Falls man es nicht gesehen haben sollte, 41,3 Kilowattstunden knapp. Wunderbar, haben wir das auch. Ja, das war dann also die Highspeed-Fahrt mit dem Volvo XC40 Recharge und die Auswertung aller Daten, die mache ich jetzt zu Hause am Schreibtisch. Im Büro geht's jetzt also weiter. Vorab aber wie immer noch der Hinweis, wenn ihr euch die Detailergebnisse nochmal selbst anschauen wollt, unter breki-elektro-news.de, unter Benindex Community, dann Benindex gehen, dort auf Klick mich drücken und dann kommt ihr schon in die Benindex-Tabelle und hier unten unter Highspeed-Verbräuche findet ihr dann die besagten Detailergebnisse. Ja, und hier haben wir dann schon das Detailergebnis. Nochmal vorab auch zur Information. Der Volvo XC40 geht wirklich ordentlich, hat auch die Geschwindigkeit relativ lange hochhalten können. Irgendwann kam dann aber doch das Batteriemanagementsystem ins Spiel und hat die Leistung weggeregelt. Und davon hat er sich auch nur noch teilweise erholen können. Also auf Highspeed-Faden regelt Volvo dann doch relativ viel Leistung nach einer gewissen Zeit weg. Aber ja, das haben wir ja mittlerweile schon bei einigen Elektroautos so feststellen müssen. Jetzt aber zum Ergebnis. Der Volvo XC40 platziert sich auf Platz 8 meiner Highspeed-Tabelle. Natürlich ist das hier alles ja nicht direkt vergleichbar, weil die Autos halt auch unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten haben. Also das sollen nur so grobe Anhaltspunkte für euch sein. Ihr seht das ja auch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal den Nissan Leaf nehmen. Hier, der hat nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 63 km/h erreicht. Aber der MG ZS EV zum Beispiel nur 154 und mit dem Model 3 Long Range AWD habe ich 235 km/h geschafft. Also nur damit ihr Bescheid wisst, das darf man nicht zu 100% ernst nehmen. Jetzt aber zum Ergebnis vom Volvo. Wir hatten also bei Abfahrt einen Akkustand von 75%, bei Ankunft von 24%. Das Ganze hat rund 29 Minuten und 41 Sekunden gedauert, also das war schon recht flott. Der hat wirklich einen guten Schnitt erreicht. Der Schnitt war auf der 76 Kilometer langen Strecke 154,5 km/h im Durchschnitt. Wie gesagt, das ist ordentlich. Höchstgeschwindigkeit laut GPS der Dashcam war 182 km/h. Das, was die App da anzeigt, ist ja doch öfter mal mit einem Messfehler verbunden. Wir hatten einen Verbrauch von 41,3 Kilowattstunden laut Ladesäule. Ergibt einen Durchschnitt auf 100 Kilometer, also hochgerechnet von 54,34 Kilowattstunden laut Ladesäule. Und laut Bordcomputer hatten wir 53,1 Kilowattstunden. Wenn wir da die Abweichung nehmen, dann sind das lediglich 2,34%, die der Bordcomputer vom tatsächlichen Verbrauch abgewichen ist. Laut Ladesäule dann natürlich auch unter Umständen mit ein paar Ladeverlusten. Also Volvo ist beim Bordcomputer doch bisher, zumindest bei den Highspeed-Faden, zusammen mit MG mit Abstand der genaueste Autohersteller, was die Messung betrifft. Dann noch als Zusatzinformation für euch, das Auto hatte 20 Zoll Felgen drauf mit 235/45 ZR20 Bereifung, also schon ganz ordentliche Schlappen. Ja, das ist dann also das Ergebnis meiner Highspeed-Fahrt mit dem Volvo XC40. Wie zu erwarten ist er da kein echter Sparfuchs, wenn man überhaupt bei solchen Faden von Sparen reden kann. Er ordnet sich also dort ein, wo man es erwarten konnte, nämlich ja vor dem Model 3, das ja einen deutlich höheren Schnitt gefahren hat, eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit hat und noch vor dem Audi e-tron 55 Sportback, aber zum Beispiel hinter einem S85. Also ja, der Volvo XC40 ist kein wirklich sparsames Auto. Trotzdem muss man auch sagen, 50 oder 53 Kilowattstunden, das sind so rund 5 bis 6 Liter an Diesel oder Benzin. Also wenn man das mit einem Verbrenner fahren würde, da hätte man sicherlich 15 bis 20 Liter Verbrauch bei gleicher Geschwindigkeit. Also, das war's dann mit dem Highspeed-Test des Volvo XC40. Hier könnt ihr ja nochmal schreiben, ob ihr überrascht seid vom Ergebnis oder ob ihr damit gerechnet habt, dass er eher einer der durstigeren Fahrzeuge im Highspeed-Test sein würde. Ansonsten war's das für dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen
Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.